Willkommen zu unserem Programmiertutorial. Im ersten Tutorial zu den Transformern hier möchte ich Ihnen zeigen, wie man so einen Transformer programmieren kann. Das heißt, innerhalb der nächsten etwa Stunde führe ich Sie einfach in Echtzeit durch die komplette Implementierung from scratch eines Transformers als Übersetzer durch. Und Sie sehen, dass dauert eine gewisse Zeit, weil es schon eine ganze Menge zu implementieren ist. Aber es ist alles einfach und überhaupt nicht schwer. In diesem Tutorial werden wir versuchen, den ersten Transformer, der 2017-18 von den Google-Leuten publiziert wurde, nachzuprogrammieren. Und Sie werden sehen, dass man tatsächlich in einer guten halben Stunde mit Erklärung den Transformer from scratch komplett programmieren kann. Das ist also tatsächlich überhaupt keine Rocket Science. Ja, das ist völlig einfach. Ich führe Sie da jetzt einfach mal durch. Ich habe hier die Publikation mal aufgemacht, weil die wollen wir als Vorlage nehmen. Wir wollen einfach genau den gleichen nachbauen im Schuljahr. Also, hier ist die Publikation und jetzt scrolle ich mal runter. Hier ist unser Transformer als Bild dargestellt, Google-typisch. Es geht immer von unten nach oben, ja, anders als ich es in der Vorlesung normalerweise zeige. Und hier sehen Sie den Encoder auf der linken Seite, den Decoder auf der rechten Seite. Der Transformer soll nachher in der Lage sein, Sprache zu übersetzen, von einer Quellsprache in eine Zielsprache. Der Encoder soll also am Ende die Quellsprache lernen, der Decoder soll die Zielsprache lernen. Und wir müssen, bevor wir beginnen mit dem eigentlichen Transformer, müssen wir ein bisschen Vorbereitung treffen. Wir müssen embedden, also jedes Wort bekommt zunächst eine Integerzahl. Es sind mehrere 10.000 Worte vermutlich pro Sprache nötig. Und diese Integerzahl wird dann embedded mit einer Embedding-Tiefe, zum Beispiel 512 oder 1024. Dann brauchen wir zwei zusätzliche Tricks. In der Vorlesung wird es genauer erklärt. Schauen Sie sich nochmal an, wenn Sie das nicht wissen. Nämlich, wir brauchen Masken und wir brauchen ein Positional Encoding. Ja, die Masken brauchen wir, weil wir jetzt da keine Sequenz mehr Schritt für Schritt eingeben, Stück für Stück, sondern den gesamten Satz, die gesamte Sequenz als einen Vektor oder einen Tensor in den Encoder und in den Decoder geben. Und da müssen wir eben erstens dafür Sorge tragen, dass kürzere Sätze, also wenn ich zum Beispiel 16 oder 32 Stellen in meiner Sequenz vorsehe, dann sind eben alle Input-Vektoren 32 lang. Sonst gehen die ganze Matrix- und Tensor-Operation natürlich nicht. Wenn da jetzt ein kürzerer Satz drin ist, dann muss eben das, was hinten leer ist, das muss mit irgendeinem Dummy-Wort gepaddet sein, also abgedeckt sein. Und wir müssen dann nur in unserem neuronale Netze dafür Sorge tragen, dass diese überhängenden Reste, die keine Bedeutung haben, dass die keine Rolle mehr spielen, dass die verschwinden. Und dieses Verschwinden, das erreichen wir, indem wir schlicht und ergreifend die Attention-Faktoren für diese Stellen auf Null setzen. Ja, in der Vorlesung, wie gesagt, ist es genauer erklärt. Wir setzen die auf Null, indem wir die Kontextwerte, die Scores an der Stelle auf eine sehr kleine Zahl setzen, minus eine Milliarde zum Beispiel. Und wenn dann ein Softmax berechnet wird, dann wird aus minus einer Milliarde ziemlich sicher Null. Auf die Art und Weise ziehen wir quasi alle gepackten Werte einfach auf Null. Zusätzlich brauchen wir die sogenannte Look-Ahead-Mask oder Peek-Ahead-Mask für den Decoder. Auch wieder in der Vorlesung genauer erklärt. Wir füttern ja auch den Decoder mit der gesamten Zielsequenz. Das heißt, der Decoder soll lernen, immer das nächste Wort vorherzusagen. Wir füttern es ihn aber schon direkt mit dem gesamten Satz. Das heißt, der Decoder muss eigentlich gar nichts lernen, weil er immer schon weiß, was kommt. Das müssen wir verhindern. Und deshalb müssen wir auch hier maskieren. Und wir maskieren, indem wir mit einer Dreiecksmatrix maskieren, sodass immer alles, was, wenn der Decoder das zweite Wort vorhersagen soll, dann darf eben nur das erste Wort einen Attention Rate ungleich 0 bekommen. Und ab dem zweiten Wort bis nach hinten müssen alle Alphas 0 sein. Auf die Art und Weise kann ich verhindern, dass der Decoder
den Rest des Satzes, den er eigentlich noch vorhersagen soll, sieht. Das mache ich mit einer Dreiecksmatrix. Ja, und das sehen Sie jetzt links, habe ich schon, ich habe schon fertig hingeschrieben, dass es schneller geht. Die Padding-Matrix, die Padding-Maske, die macht einfach überall dort, wo ein Padding-Character steht oder ein Padding-Token steht, eine 1 und sonst eine 0. Und die Peek-Ahead-Maske, die macht überall, die macht eine Dreiecksmatrix, die sehen Sie hier, ich habe sie mal für eine 10 mal 10 Matrix gemacht. Und Sie sehen, dass da ist überall 0. Beim ersten ist sind also ist überall 0 und dann werden es immer mehr Einsen. Das sorgt dafür, dass der ne, andersrum, es geht jetzt spaltenweise. Sorry, also beim ersten ist nur der erste Wert 0, das heißt, ab der zweiten Stelle in der Sequenz wird nachher aus der 1 eine minus eine Milliarde und dann wird Alpha 0. Und an der zweiten Stelle der Sequenz wird ab dem dritten Wert Alpha 0. An der dritten Stelle der Sequenz wird ab der vierten Stelle des Alpha 0, sodass tatsächlich der Decoder nicht in die Zukunft sehen kann und richtig alles vorhersagen muss. Das Zweite, was wir machen müssen, ist, wir brauchen ein sogenanntes Positional Encoding. Auch wieder, weil wir ja den gesamten Satz, die gesamte Sequenz auf einmal geben, weiß unser neuronales Netz ja nicht, an welcher Stelle eigentlich ein bestimmtes Wort kommt, weil Sie erinnern sich, beim Perzeptron, bei unseren neuronalen Netzen, haben wir überall jeder mit jedem eine Dense-Verknüpfung, also eine jeder mit jedem Verknüpfung, und damit spielt die Reihenfolge der Neurone überhaupt keine Rolle mehr. Wir können die Reihenfolge der Neurone ändern, das ändert überhaupt nichts am neuronalen Netz. Hier ist es aber wichtig, weil die Reihenfolge der Neurone ja unsere Sequenzreihenfolge widerspiegelt. Das schaffen wir nur, indem wir jedes Embedding, also jeden Wert eines Wortes, irgendwie so kodieren, dass das neuronale Netz wieder erkennen kann, an welcher Stelle das war. Ich habe hier das Positional Encoding, das die Google-Leute gemacht haben, minimal anders implementiert, als die das implementiert haben. Es kommt aber genau aufs Gleiche raus und das probieren wir jetzt auch mal aus. Ich mache hier mal ein Positional Encoding nach dieser Sinus-Cosinus-Methode, die in dem Paper vorgeschlagen wird. Ich habe eine Embedding-Tiefe von 512 und eine Sequenzlänge von 32. Und Sie sehen jetzt hier, wie sieht das Encoding aus. Nach oben ist die Embedding-Tiefe, nach rechts die Position der Sequenz. Und Sie sehen hier dargestellt die Werte zwischen minus 1 und plus 1, die einfach zu jedem Wert, zu jeder Aktivierung des Neurons drauf addiert werden. Ja, und Sie sehen, das ist an jeder Stelle anders, das ist wichtig. Sie sehen auch, es verändert sich jeweils von Stelle zu Stelle, sodass tatsächlich das neuronale Netz eben auch erkennen kann, welche beiden Embeddings sind denn dicht nebeneinander in der Sequenz, welche sind weit auseinander in der Sequenz. Und das wird einfach drauf addiert und fertig. Ja, das ist die Vorbereitung. Jetzt kommt unsere Attention. Als erstes brauchen wir die Funktion für die Dotprot-Attention. Das heißt, das war, Sie erinnern sich, die Attention, die nur aus einer Matrixmultiplikation besteht und keine anpassbaren Parameter mehr hat. Ja, hier nochmal aus der Publikation das Schaubild. Die Attention ist lediglich die Matrixmultiplikation aus Query and Key. Skaliert, das gibt etwas bessere Ergebnisse, dann Softmax berechnet, um die Alphas, die Attention-Faktoren zu bekommen und die Attention-Faktoren werden wieder mit den Values einfach multipliziert. Ist zweimal nur eine Matrix-Multiplikation. Wir implementieren das hier als Funktion, geht ganz einfach. Ich übergebe der Funktion optional noch die Maske, weil an der Stelle muss eben die Maske verwendet werden, um die Alphas an den maskierten Stellen, also entweder da, wo Padding ist, hinten an der Sequenz, das was übersteht,
Oder beim Peek-Ahead Stellen, die der Decoder nicht wissen darf, für die wird auch über die Maske hier das Alpha auf 0 gesetzt. Also, ich berechne das, indem ich einfach eine Matrixmultiplikation mache zwischen Q und K. Q und K sind aber keine Matrizen, sondern Tensoren, dreidimensionale Tensoren, vielleicht sogar vierdimensionale Tensoren. Und weil wir mit der Mini-Batch arbeiten. Dreidimensionale Arrays kann man nicht multiplizieren, aber was wir hier brauchen, ist auch nicht die Multiplikation von dreidimensionalen Arrays, sondern wir brauchen immer nur die Multiplikation einer Matrix, also quasi einer Ebene aus Q mit der entsprechenden Ebene aus K. Und dafür gibt es in allen Frameworks eine Funktion, die heißt Batch Matrix Multiplication. Das heißt, die BMM, die Batch Matrix Multiplication, die nimmt immer eine Ebene aus der einen Matrix und eine Ebene aus der zweiten, aus dem einen Tensor, eine Ebene aus dem zweiten Tensor und multipliziert die mit einer normalen Matrixmultiplikation miteinander. Damit das geht und sinnvoll ist, muss ich in dem Fall jetzt hier mein K transponieren. Deshalb schreibe ich das hier so dahin mit Trans A gleich True. Das ist in jedem Framework wieder anders, wie man das hinschreibt, aber die Logik ist immer dieselbe. Also ich rechne hier K transponiert mal Q ebenenweise. Die Skalierung mache ich, indem ich einfach durch die Dimension der ersten, also durch die Embedding-Tiefe teile. Und da ich in Julia bin, muss ich ein bisschen auf die Typen achten und mache hier mal sicherheitshalber einen expliziten Cast nach Flow 32 drauf. Ja, dann kommt mein Softmax entlang der ersten Dimension in dem Fall und dann kann ich mein C berechnen, also meinen Kontext wieder als Batch-Matrix-Multiplikation mit V und Alpha. Was mir fehlt, ist noch die Maske, also schreibe ich vorher noch die Maske rein und sage, wenn die Maske ungleich nothing ist, dann modifiziere die Scores mit der Maske und ziehe überall minus eine Milliarde oder addiere überall minus eine Milliarde dazu, ziehe überall eine Milliarde ab, wo eine 1 steht, ja, da wo eine 0 steht, wird nichts abgezogen. Auf die Art und Weise habe ich die Maske auch noch mit drin. So, das Ganze rennt nicht. Ich probiere das gleich mal aus. Ich habe mich vertippt. Okay, ich probiere das aus mit einer Zufallsmatrix. Ja, mein X ist 1024 mal 16 mal 64 groß. Das heißt, ich habe Embedding-Tiefe 1024, habe eine Sequenzlänge von 16 und habe 64 Sequenzen in meiner Mini-Batch. Und jetzt kann ich diese Dot-Product-Attention einfach berechnen als Self-Attention sozusagen XXX. Also Q, K, V ist jeweils die gleiche Matrix X und kann als erstes mal gucken, kommen da vernünftige Tensoren dabei raus? Wie sieht mein Kontext aus, der rauskommt? Der Kontext ist auch wieder 1024 mal 16 mal 64 groß. Das ist vernünftig. Klar, der Kontext, der hier am Schluss rauskommt, muss natürlich exakt die gleichen Dimensionen haben wie meine Werte, mein X, das ich vorne reingesteckt habe. Und wie sehen meine Attention-Faktoren aus? Die sind 16 mal 16 mal 64. Ist auch richtig. Ich habe Sequenzlänge 16. Ich möchte jetzt die Attention wissen von jeder Position auf jede Position. Das heißt, für eine Sequenz ist die Attention, habe ich 16 mal 16 Attention Faktoren. Ist also die Matrix der Attention Faktoren ist 16 mal 16 groß. Und da ich 64 Sequenzen in der Mini-Batch habe, habe ich davon einen Stapel aus 64. Als nächstes können wir uns angucken, wie sehen die denn aus? Und da kann ich mir einfach eine Heatmap mal anschauen. Und ich schaue mir an die Heatmap von einem Alpha. Also eine Ebene hole ich raus und mache da eine Heatmap. Ich muss einen Array draus machen, weil Alpha hat den Typ Canet Array hier. Canet Array kann ich nicht heatmappen. Deshalb mache ich nochmal einen Cast wieder auf ein normales Array. Jetzt muss Julia kurz kompilieren und wir sehen, wie sieht es aus. Lustig. Nur die Diagonale, ja, ist klar. Das ist jetzt die Self-Attention, also die Selbst-Attention zwischen die Selbstaufmerksamkeit von einer Zufallssequenz auf sich selbst.
Wovon hängt die erste Stelle ab? Die hängt eben nur von der ersten Stelle ab. Wovon hängt die zweite Stelle ab? Na, die zweite Stelle korreliert nur mit sich selbst. Ja? Also wenn ich Zufallssequenzen mit sich selbst korreliere, dann bekomme ich logischerweise immer nur die Korrelation mit sich selbst. Und deshalb ist es richtig, dass wenn ich die Dot Plot Attention XXX rechne, dann muss da eine Diagonale rauskommen und alle anderen Attention Rates müssen 0 sein. Also, das macht Sinn. Jetzt kommt unsere eigentliche Multi-Head Attention. Und zwar ist der Vorschlag der Google-Leute hier, dass wir diese Attention nicht einmal berechnen, sondern dass man das als Multi-Head-Attention berechnet. Das heißt, unsere gesamte Embedding-Tiefe wird einfach in Teile aufgeteilt. Wenn wir Embedding-Tiefe 1024 haben, könnte man zum Beispiel 4 Heads a 256 machen. Und dann wird die Attention und werden die Attention-Faktor-Matrizen werden für jedes 256er-Schnipseln einzeln berechnet. Das gibt dem neuronalen Netz einfach die Möglichkeit, in unterschiedlichen Teilen des Embeddings unterschiedliche Zusammenhänge, unterschiedliche Ähnlichkeiten zu kodieren, und das bringt tatsächlich sehr viel. Wie wir das implementieren, möglichst clever, zeige ich Ihnen. Und zwar machen wir das Ganze auf jeden Fall funktional, im funktionalen Stil. Das heißt, wir definieren als erstes mal unseren Typ Multi-Head Attention. In dem Typ legen wir alle Variablen an, alle Objekte, die wir brauchen, um trainierbare Parameter zu speichern. Also wir brauchen die Dense-Schichten am Anfang und die Dense-Schicht am Ende. Diese Dense-Schichten am Anfang und am Ende, das sind die, die die eigentlichen Parameter enthalten. Ja, die Dot-Product-Attention, die enthält ja keine trainierbaren Parameter mehr, aber irgendwo muss da ja was Trainierbares sein. Und das sind genau die Schichten davor und dahinter. Da stehen jetzt die Parameter drin, die passen sich so an, dass nachher das Matrixprodukt in der Mitte eine sinnvolle Funktion hat, also was Vernünftiges, Sinnvolles macht. Sie erinnern sich, es gibt andere Attention-Methoden, bei denen die Parameter direkt im Attention-Mechanismus drin stehen. Dann kann man sich die davor und danach eventuell sparen. Ja? Das war einfach die Idee von den Google-Leuten hier, das auf die einfache Weise mal zu probieren. Und tatsächlich funktioniert das auch schon. Man braucht keinen Attention-Mechanismus, der noch eigene Parameter mitbringt. Okay, dann brauche ich den Konstruktor. Dem Konstruktor übergebe ich schlicht und ergreifend genau die Objekte. Das heißt, ich nehme hier eine Linearschicht, das ist so eine vereinfachte Dense-Schicht, die im Helferlein-Paket vordefiniert ist. Und dann übergebe ich die Embedding-Tiefe, ich übergebe die Zahl der Köpfe, ich übergebe auch noch die Tiefe innerhalb eines Heads, die könnte man auch berechnen. Ja, das ist einfach Gesamttiefe durch Zahl der Heads. Und am Schluss brauche ich nochmal so eine Dense-Schicht, also so eine Fully Connected-Schicht, die ich hier mit dieser vereinfachten Linearschicht einfach mache. Dann kommt meine Signatur, die tatsächlich jetzt das Ding berechnen soll. Also, was mache ich? Als erstes schiebe ich KQV durch meine Linearlayer durch, ja, also durch meine Dense-Layer durch. Das ist das, wo tatsächlich was trainiert wird. Dann muss ich meine Heads separieren. Und das könnte man jetzt entweder mit einer Schleife machen, ja, dass man das quasi jeweils, wenn ich 4 Heads habe, einfach viermal das Ganze aufruft, für das erste Viertel, für das zweite Viertel, für das dritte Viertel, für das vierte Viertel. Aber wir wollen ja hier möglichst optimal und möglichst GPU-optimiert arbeiten. Deshalb mache ich hier einen Trick. Ich gehe einfach her. Sie sehen hier die Funktion Separate Heads, was ich hier mache. Ich mache einfach einen Reshape auf meinem Tensor. Meine Tensoren sind dreidimensional. Ja, erste Dimension ist Embedding-Tiefe, zweite Dimension ist Sequenzlänge, dritte Dimension ist Zahl der Sequenzen in der Mini-Batch. Und ich führe jetzt einfach eine vierte Dimension ein. Ich spalte die erste Dimension auf in die Zahl der Heads. Ja, das heißt, ich mache einen Reshape
auf eine kleinere Embedding-Tiefe, ja, MH-Depth, das ist die kleinere Embedding-Tiefe, die nur ein Viertel groß ist, also nicht mehr 1024, sondern nur noch 256. Dann die zweite Dimension ist die Zahl der Heads. Dann weiß ich nicht, wie viel kommt, ja, weil das ist die Sequenzlänge und dann kommt die Zahl der Mini-Batch. Ich könnte hier die Sequenzlänge auch reinschreiben, weil die kenne ich ja auch, aber ich kann einen freilassen und dann lasse ich den auch frei. Wenn Sie sich die Implementierung unserer Dot-Protection ansehen, dann werden Sie feststellen, dass die Implementierung über die Batch-Matrix-Multiplikation mit beliebig dimensionalen Arrays funktioniert. Das heißt, das Schöne daran ist, wenn ich jetzt hier einfach aus dem dreidimensionalen Array ein vierdimensionales Array mache, mit einer kleineren Embedding-Tiefe vorne dran, dann kann ich meine ganz normale Dot-Prot-Attention-Funktion von vorher nehmen und die kann das auch. Ja? Die berechnet dann einfach die Dot-Prot-Attention auf dem Ding mit der kleineren Embedding-Tiefe. Was noch nicht stimmt nach diesem Reshape, ist die Reihenfolge der Dimensionen. Ich muss die Zahl der Embeddings um eins nach hinten schieben, weil die ersten beiden Dimensionen, die müssen ja tatsächlich sein, Embedding-Tiefe mal Sequenzlänge. Die Sequenzlänge steht jetzt aber in der dritten Dimension, also muss das in der zweiten stehen, damit wieder die ersten beiden Dimensionen die Ebene definieren, die dann tatsächlich als Matrix-Multiplikation multipliziert werden kann. Aber das ist klasse, mit dieser Separate-Head-Funktion behalte ich einen Tensor, der hat eine Dimension mehr. Und damit quasi separierte Köpfe, also beziehungsweise ja, quasi separierte Embeddings oder aufgeteilte Embeddings. Und das mache ich jetzt für QKV, für alle drei. Und jetzt rechne ich meine ganz normale Dot-Prot-Attention. Bekomme natürlich auch wieder als Ergebnis keine dreidimensionalen Arrays zurück, sondern vierdimensionale Arrays zurück. Das heißt, ich muss jetzt in der Folge das Ganze rückgängig machen. Ich mache einfach wieder einen Reshape und da habe ich wieder eine Merge-Heads-Funktion dafür definiert. Ja? Die tauscht als erstes die beiden mittleren Dimensionen wieder um und macht dann einen Reshape wieder auf die volle Embedding-Tiefe. Das heißt, ich ziehe dann diese aufgetrennten Embeddings von 256 Tiefe auf 1024 wieder zusammen. Und dann kann ich das zurückgeben und bin schon fertig. Jetzt probieren wir das aus. Also ich lege das Ganze an. Embedding-Tiefe 1024 und 4 Heads will ich haben. Mal schauen wir, was passiert. Ich mache wieder mein X als Zufallstensor, dreidimensionaler Zufallstensor, 1024, 16, 64. Daraus mal wieder ein Canet Array, weil ich hier eine GPU unter der Haube habe. Und rechne jetzt meine Multi-Head Attention wieder als Self-Attention und No Field Dense. Da habe ich irgendwo einen Tippfehler drin. Das muss vermutlich Dense Out heißen hier. Immer noch einen Tippfehler, No Field Dense Out. Dense out. So, nochmal das Ganze. Und wir schauen uns an, wie sieht unser aus, also wie sehen unsere Alphas aus. Und die ist jetzt unsere Attention Weights, sind jetzt ein Tensor 16 mal 16, Sequenzlänge mal Sequenzlänge, richtig. Mal 8 mal 64. Warum mal 8? Naja, wir haben 8 Heads. Ja, ich habe hier 8 Heads angegeben. Und das heißt, ich bekomme jetzt natürlich für jeden Head eine eigene Alpha-Matrix, eigene Attention-Faktoren. Das ist so. Logisch. Schauen wir uns mal an, wie die aussehen. Ich mache hier auch die Heatmap. Und muss wieder ausschnibbeln aus meinem Alpha mal den ersten. Okay, Julia darf wieder mal ein bisschen kompilieren. Aber das wird man abwarten können. Ich schreibe hier schon mal rein,
Wir schauen uns das Ganze dann noch mit der Pika Head Mask an. Also, zunächst mal unser Alpha hier ist jetzt tatsächlich zufällig. Das ist richtig. Und jetzt schauen wir uns an, wie das mit der Pika Head Mask ist. Ah, und jetzt sehen wir tatsächlich, die Pika Head Mask funktioniert. Ja, wir sehen jetzt diese Dreiecksmatrix ausgeschnippelt. Wir sehen beim ersten, an der ersten Stelle der Sequenz sind alle Attention Weights ab Nummer 2, 0. An der zweiten Stelle der Sequenz sind alle Attention Weights ab der Stelle 3, 0 und so weiter und so weiter. Das heißt, die Pika Head Mask funktioniert tatsächlich. Die macht genau das, was sie soll. Sie setzt meine Attention Weights auf 0, überall dort, wo der Decoder nachher nicht wissen soll, was da steht. Perfekt. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, um den ganzen Encoder zu bauen. Das heißt, ich gehe wieder auf das Schaubild, das uns den Encoder zeigt. Das machen wir natürlich wieder im funktional objektorientierten Stil. Das heißt, wir bauen als erstes unseren Typ, dann den Konstruktor dazu und dann die Signatur, die den Typ ausführbar macht. Also das, was in Python dann die Call-Funktion wäre. Also, was brauchen wir? Wir brauchen unsere Multi-Head-Attention, die haben wir ja eben schon definiert. Wir brauchen Dropouts, wir brauchen Normalisierungslayer und wir brauchen diese Dense-Schicht hinten dran, was hier Feed Forward heißt in Blau. Das ist nötig, um da eben noch Parameter mit ins Spiel zu bringen. Genau. Dann brauchen wir den Konstruktor. Da schreiben wir jetzt einfach rein, was wir gerade schon definiert haben. Also ein Objekt vom Typ Multi-Head-Attention mit der Tiefe und der Zahl der Heads. Dann brauchen wir Dropout-Layer mit der Dropout-Rate. Dann einen ersten Normalisierungslayer. Wir verwenden hier die Layer-Normalisierung mit der entsprechenden Tiefe. Dann brauchen wir unsere beiden Dense Layer, die blauen rechts im Schaubild. Ja, die baue ich so, dass es aufgeht. Ja, der erste Layer hat viermal so viel Neurone als die Embedding-Tiefe und der zweite Layer geht dann wieder zurück auf die Embedding-Tiefe. Einfach um hier Plastizität in das neuronale Netz reinzubringen. Dann kommen nochmal die Dropout-Layer und nochmal die Normalisierungslayer, der unsere Shortcuts normalisiert. Das sehen wir gleich bei der Implementierung, sage ich da noch was dazu. Also, wir implementieren. Wir berechnen als erstes die Multi-Head-Attention, die beim Encoder einfach auf dem einen Input-Tensor beruht. Dann die Dropouts. So, und jetzt kommt's. Sie sehen, jetzt kommt der Shortcut, den Sie hier über den Pfeil, wenn Sie wieder das Schaubild auf der rechten Seite anschauen, da gibt es einen Pfeil, der um die Multi-Head-Attention rumgeht. Das ist quasi wie im ResNet. Ja? Da wird ein Shortcut gebaut, der die Multi-Head-Attention umgeht. Das gibt erstens dem neuronalen Netz wieder mehr Plastizität, mehr Möglichkeit, eben auch diesen Weg zu verwenden. Und zweitens, ganz wichtig, gibt es eben dem Gradienten die Möglichkeit, die Multi-Head-Attention zu umgehen. Wie im ResNet gibt uns das die Möglichkeit, dass der Gradient eben auch durch ein tiefes neuronales Netz bis nach oben erhalten bleibt. Das sieht jetzt hier gar nicht ganz so tief aus, aber wenn Sie mal reinschauen, das sind schon eine ganze Menge Layer, die da drin stecken. Das ist tiefer, als es im ersten Moment aussieht, was wir hier bauen. Dazu kommt, wir werden nachher nicht mit einem so einem Encoder-Layer auskommen, sondern wir werden mehrere solcher Encoder-Layer hintereinander hängen müssen. Und dann wird es nämlich wirklich tief. Und damit das noch funktioniert, sind diese Shortcuts ganz wichtig. Am Ende dieser Shortcuts, also dort, wo wir einfach den Input, Sie sehen es, wir addieren einfach den Input des X mit dem Output der Multi-Head-Attention, mit dem C zusammen,
Durch dieses Addieren entstehen natürlich größere Werte, deshalb machen wir da gleich eine Normalisierung mit drauf, um hier die Werte wieder zurückzuziehen auf den Wertebereich, den wir gern haben wollen. Okay. Das ist die Multi-Head-Attention. Jetzt kommt unser Feed-Forward-Teil, also es kommen unsere beiden Dense-Layer, der Dense 1, der aufmacht auf vierfache Embedding-Tiefe und der Dense 2, der wieder zumacht und dann wird wieder mit Shortcut zusammengefasst. Das heißt, wir machen erst ein Dropout und dann fassen wir zusammen. Wir machen wieder die Addition vom Input mit dem Output und normieren das Ganze. Und dann geben wir zurück das Ergebnis und auch noch gleich die Alphas, falls wir uns die angucken wollen. Das war's. So schnell ist hier der Encoder runtergeschrieben. Jetzt probieren wir das aus. Ich versuche mal die gleichen Parameter zu nehmen wie oben. Wir haben da 8 Heads genommen, da nehme ich jetzt auch 8 Heads. Und ich baue mir jetzt mal einen Encoder-Layer. Und Sie sehen, ja, das sind schon eine ganze Menge Layer drin. Ja, das sieht einfach aus, aber da ist doch eine ganze Menge Layer hintereinander. Ich mache mir wieder einen Dummy-X. Sequenzlänge ist jetzt 15, Batch-Size ist 2. Und berechne C und Alpha und schaue mir die Größen an und was kriegen wir raus. Also wir haben 1024 Embedding-Tiefe, 15 ist die Sequenzlänge, Mini-Batch 2, unser State, unser Kontext ist 1024 Embedding-Tiefe, 15 mal 2, also richtig. Unsere Alphas sind 15 mal 15, das war die Sequenzlänge, mal 8, weil ich 8 Heads definiert habe, mal 2, Mini-Batch-Size ist 2. Sieht gut aus. Jetzt können wir auch hier hergehen. Ja, ich mache mal die Mini-Batch-Size anders und wir sehen, werden auch die Tensoren anders. Also das sieht zumindest mal von der Größe her, von der Dimension her, sieht es gut aus. Jetzt schauen wir uns hier auch die Alphas mal an. Wie sehen die denn aus? Das sind vierdimensionale Arrays. Und das sind jetzt eben, ja, durch die Multi-Head-Attention bekommen wir nicht mehr nur die Diagonale. Und wir haben jetzt auch die zufälligen Feed-Forward-Netze mit drin, die Dense-Layer mit dazwischen, sodass jetzt hier tatsächlich im zufällig initialisierten Netz einfach der Zufall nur rauskommt. Als nächstes bauen wir den Encoder. Und das machen wir natürlich wieder ganz genau gleich. Als erstes den Typ, dann den Konstruktor und dann die Signatur dazu. Also, was braucht der Encoder? Der braucht die Embedding-Tiefe. Der braucht einen Embedding-Layer. Dem muss ich übergeben, wie gepaddet ist. Dem muss ich sagen, wie viele Layer ich haben will, also wie viele dieser Encoding-Layer ich hintereinander bauen will. Dann muss ich die Layer abspeichern, weil das Parameter sind. Typischerweise machen wir noch einen Dropout vorne rein, weil das einfach das Overfitting ein bisschen verhindert. Dann kommt der Konstruktor. Ich habe den hier schon mal vorgeschrieben. Also ich gebe eben an die Zahl der Layer, die Tiefe, die Zahl der Heads, die ich haben will, die Größe des Vokabulars brauche ich für das Embedding. Dann die Pad-ID, die gebe ich hier mal standardmäßig mit 3 vor, weil ich das nachher mit Dummy-Daten ausprobieren will. Später muss die Pad-ID irgendwie natürlich was Vernünftiges sein. Und die Dropout-Rate. Ja, wir haben ja eine ganze Menge Dropout-Layer jetzt auch schon verbaut. Da nehmen wir einfach überall die gleiche Dropout-Rate. Kommt es nicht so ganz genau drauf an, wie groß die ist. Also. Das heißt New, dann brauche ich genau die Elemente von meiner Structure nacheinander, also die Tiefe, dann der Embedding Layer, das ist ein Embedding Layer aus dem Helferlein-Paket, dann brauchen wir die Pad-ID, die Zahl der Layer, jetzt kommen die Layer selber, die mache ich mit einer List Comprehension. Und zwar baue ich einfach so viele Encoder-Layer, wie ich haben will. Ja. Encoder Layer mit Tiefe, Heads, Drop Rate, for i in 1 bis in Layers. Damit habe ich
eine Liste aus meinem ganzen Layer, so viel wie ich haben will. Und dann noch die Dropout-Rate. Und fertig. Das ist schon fertig, mein Konstruktor. Jetzt kommt unsere Signatur. Der bekommt als Argument einfach nur den Input x. Ja, und x, ich schreibe es mal hin, ist hier eine Matrix n-Sequenz mal n Mini-Batches. Was soll das heißen? Der Input ist eben noch nicht embedded. Ja, da bekommt jedes Wort einfach einen Integer und wenn die Sequenz 16 lang ist, dann sind es 16 Integer-Werte. Eine Sequenz ist ein Vektor aus 16 Integer-Werten. Wenn ich 64 Sequenzen in der Mini-Batch habe, dann ist der Input eine Matrix, die in der ersten Dimension die 16 Integer-Werte hat und in der zweiten Dimension eben jedes Mal 16 für jeden Satz, für jeden Input der Mini-Batch. Und das ist es schon. Ja? Also deshalb hier ist eine der wenigen Stellen, an denen x eben nicht in der ersten Dimension die Embedding-Tiefe hat, sondern hier stehen tatsächlich die Tokens, also Integer-Zahlen für die Worte. Okay, dann brauche ich als erstes ein bisschen Housekeeping. Ich berechne mal, wie lange die Sequenz ist, damit ich die Sequenzlänge habe. Ich setze mir mein Padding-Token und berechne die Padding-Mask für meine Mini-Batch. Und jetzt embedde ich. Ja, das ist der Embedding auf die Embedding-Tiefe. Die muss ich nicht angeben, die ist schon im Konstruktor des Embedding-Layers mit drin. Jetzt kommt das Positional Encoding, das addiere ich einfach auf mein X drauf. So, jetzt machen wir unsere initiale Dropout, um Overfitting zu verhindern. Und jetzt brauchen wir unsere Layers. Da kann man unterschiedlich implementieren. Ich mache einfach mal eine Schleife und sage einfach, über alle Layer, die in meiner Layers-Liste drin sind, rechne die alle mal durch, einen nach dem anderen und spuck immer wieder X und Alpha aus. Ja, dann habe ich am Ende mein X und mein Alpha. Und das war's auch schon. Ja, und zurückgeben brauche ich eigentlich hier mal nur das X. Ja. Weil Sie sehen auf der rechten Seite, ja, vor dem eigentlichen Embedding Layer, vor dem eigentlichen Encoding Layer steht das Embedding, das Positional Encoding. Und dann kommen einfach die Layer und der Output vom letzten Encoding Layer ist schlicht und ergreifend der Hidden State von meinem Encoder, der dann rauskommt und das ist mein X hier. Jetzt gibt es irgendwo einen. Nein, es fehlt keine Klammer, es fehlt ein Komma. Okay, funktioniert. Also, ich mache mir mal eine Dummy-Mini-Batch. Die besteht einfach aus Sequenzen der Länge 16 und zwar 64 Stück davon. Ja, jede Spalte ist eine Sequenz der Länge 16. So, jetzt machen wir uns einen Encoder, ja, mit diesem Ding da oben. Dann müssen wir den Konstruktor angucken. Ich mache mal 5 Layer, 1024 Tiefe, 8 Heads. Die Vocab Size ist 5, weil ich habe Zufallszahlen von 1 bis 5 drin. Die Pad-ID mache ich 3, ja, ne, 1 oder 5, vielleicht mache ich 5. Die letzte soll die Pad-ID sein, ja, ist egal. Nur damit wir ein bisschen Padding sehen auch. So, jetzt brauchen wir den Hidden State. Und den berechnen wir einfach, indem wir unseren ganzen Encoder, den kompletten Encoder, aufrufen mit unserer Dummy Mini Batch aus 64 Sequenzen der Länge 16. Und gucken mal, ob da was Vernünftiges hinten raus tröpfelt. Ja, es tröpfelt nicht, es kommt ziemlich schnell. Und zwar kommt ein Hidden State raus, der 1024 mal 16 mal 64 groß ist. Also das ist schon mal richtig. Ja? Als nächstes kommt der Decoder. Und den schreiben wir genau gleich hin. Wir schauen rechts, was wir brauchen. Und wir brauchen als erstes natürlich
wieder unseren Typ, dann unseren Konstruktor und dann unsere Signatur für einen Layer. Nachher machen wir das gleiche dann nochmal für den Decoder als Ganzes. Also erstmal der Decoder-Layer. Der Decoder-Layer besteht aus zwei Attention-Schichten, nämlich das erste ist die Self-Attention. Das ist genau dasselbe, was auch beim Encoder ist, mit einem Unterschied: Wir brauchen hier in der Self-Attention eine andere Maske. Wir brauchen nämlich die Padding-Maske und wir brauchen hier die Peek-Ahead-Maske, um sicherzustellen, dass der Decoder nicht schon weiß, was er eigentlich erst lernen soll. Ja, also hier müssen wir die Peek-Ahead-Maske noch mit ins Spiel bringen. Aber das kommt dann gleich bei der Implementierung. Also die Self-Attention, Drops, dann die erste Layer-Normalization, dann kommt die richtige Attention, die auf den Encoder geht. Dann kommt wieder Norm, dann unsere Dense-Schichten, Dropout-Schichten, wieder unsere Normalisierungsschicht. Entsprechend schreibe ich gleich weiter den Konstruktor hin. Und jetzt gehe ich einfach der Reihe nach da oben durch und schreibe mir die Konstruktoren für die einzelnen Objekte einfach hin. Also die Multi-Head-Attention, den Dropout mit der Drop-Rate, die Normalisierung machen wir mit Layer-Norm, die Attention, die auf den Input geht, wird entsprechend angegeben. Dann machen wir die Dropouts wieder, den nächsten Dropout-Layer, dann wieder die Normalisierungsschicht. Dann kommt unser umgekehrtes Bottleneck, also wir blasen das Netz auf die vierfache Embedding-Tiefe und schrumpfen sie wieder zusammen auf die einfache, einfach um Plastizität reinzubringen an der Stelle. Dann brauchen wir nochmal einen Dropout und nochmal unsere Shortcut-Connection mit der Normalisierung. So einfach ist es. Ja, geht schneller als gedacht. Der nächste Schritt, die Signatur. Gehen wir wieder. Ich habe das extra in dieser Reihenfolge hier geschrieben. Wir können jetzt einfach die ganzen Objekte, die sind alle ausführbar, die können wir einfach mit unserem Teaching Input aufrufen. Also, der Decoder Layer macht als erstes die Self-Attention. Also die MHSA ist die Multi-Headed Self-Attention. Dreimal mit meinem Teaching Input und als Maske verwende ich diese Kombi-Maske. Werden wir nachher sehen, wie wir die bauen. Die enthält sowohl das Padding als auch das Peek Ahead. So, dann kommt ein Dropout, dann kommt unser erster Shortcut, dann kommt die richtige Attention. Ja, jetzt kommt die richtige Attention. Die nenne ich mal, das Ergebnis nenne ich mal O1. Ich will das Alpha auch mit haben. Also, hier brauche ich jetzt den Output vom Encoder, ja, den Encoder State. Und Sie sehen, das ist jetzt der eigentlich wichtige Attention-Schritt. Ja, ich nehme einerseits den State, den ich aus meinem, also Self-C, den State aus der Self-Attention und dann aber aus dem Encoder die States. Hier habe ich jetzt nicht mehr einfach Self-Attention mit XXX aufgerufen, ja, sondern hier überkreuze ich Encoder und Decoder. Und als Maske brauche ich jetzt die Encoder-Padding-Maske, weil ich ja Attention auf den Encoder-State mache. Also hier brauche ich die Padding-Maske vom Encoder. Deshalb muss ich die auch in meiner Funktion mitgeben, ja? Weil der Decoder kennt ja die Encoder-Padding-Maske nicht oder die Encoder-Sequenz nicht. Gut, schreiben wir mal weiter. Was kommt als nächstes? Ja, jetzt kommt mein Dropout wieder, dann kommt wieder mein
meine Shortcut Connection und die ich normalisieren muss. Dann kommt mein Aufblasen des neuronalen Netzes. Also Densschichten und wieder zusammen auf die Originalgröße. Dann kommt noch ein letztes Dropout und wieder die Shortcut Connection, die über den Layer, über die Layer Normalization zusammengefasst wird. So und fertig. Ja, also wieder überhaupt nicht schwer. Wenn wir so vorbereitet haben, können wir diesen komplizierten Decoder einfach runterschreiben und fertig ist er. Jetzt brauchen wir den ganzen Decoder, der aus mehreren Schichten besteht. Wie beim Encoder müssen wir jetzt eben noch vorne das Embedding und das Positional Encoding drumherum machen und dann hinten noch eine Vorhersage natürlich. Das ist jetzt anders. Also, wir machen es wieder gleich. Zuerst den Typ. Dann den Konstruktor. Okay, dann gebe ich die Tiefe. Jetzt den Embedding Layer. Dann wollte ich die Pet-ID haben. Dann die Layers. Dann brauche ich die Layers tatsächlich gebaut. Also in Decoder Layer speichere ich in einer Liste ab. Und dann brauchen wir unseren letzten Dropout. Und fertig. So, jetzt kommt die Signatur. Jetzt müssen wir das durchnudeln. Also Housekeeping. Länge der Sequenz messe ich erstmal, dann muss ich sie nicht manuell angeben. Dann brauchen wir eine Peak Ahead Mask. Die hängt nur von der Dimension ab. Ich übergebe das Y, aber nur damit ich die Größe des Y habe. Ja, das ist diese Dreiecksmatrix mit den Einsen. Dann brauchen wir die Kombimaske. Die definiere ich als das Maximum aus der Peak Ahead Mask und der Padding Maske. Dann kommt das Positional Encoding. Brauchen wir Drop Rate. So, jetzt kommen tatsächlich unsere ganzen Layer und die mache ich wieder mit einer kurzen, mit einer kleinen Schleife. Gehe ich einfach durch alle Layer durch und führe die alle einmal aus. Fast fertig. Wir müssen nur noch da was zurückgeben und ich muss mein Alpha 2 hier initialisieren, dass ich das nur nicht nur in der Schleife definiert habe. So. Dann probieren wir das mal aus. Aha, da fehlt was. Ah, ich habe vergessen, die Layers tatsächlich anzulegen überhaupt. Das müssen wir natürlich machen. Und Sie sehen, das ist schon eine ganze Menge an Zeugs, was da
eine ganze Menge an Layern, die da sind. Jetzt gucke ich mal oben, wie ich das aufgerufen habe. Die Multi-Head Attention, okay, die Multi-Head Attention muss ich definieren mit der Zahl der Heads. Die Tiefe und die Zahl der Heads ist das, was mich interessiert. Okay, also muss ich das hier entsprechend machen. Habe ich immer noch was falsch? Was ist jetzt falsch? Da sollte. Und dann kriegen wir einen Output von unserem Decoder. Wir sehen P, die Predictions, und A, die Alphas. Und wir sehen, die Predictions haben 1024 mal 16 mal 64. Also 1024 war unsere Embedding-Tiefe, 16 die Sequenzlänge, 64 Sequenzen pro Minibatch. Und unsere Alphas sind bei Sequenzlänge 16, dementsprechend 16 mal 16 Matrizen. Ich habe vier Stück davon, weil ich mit vier Heads gearbeitet habe, also aufgespalten, eben das, die Embedding-Tiefe in vier Viertel aufgespalten und für jede eine getrennte Attention-Matrix gebaut und wieder die 64. Also das sieht zumindest formal schon mal gut aus. Jetzt schauen wir uns den Transformer an. Da habe ich Ihnen ein ganz klein bisschen auch schon vorgeschrieben. Ja, wir brauchen wieder, wir machen immer den gleichen Stil. Ja, die Structure für den Transformer. Wir brauchen Encoder, Decoder, einen Predict Layer, der uns die Tokens generiert. Dann einfach als Parameter speichere ich mir hier mal alles ab, was es so gibt, damit ich später bei der Implementierung darauf zugreifen kann und es da einfach ab. Vor allem die beiden Vokabulare brauchen wir vielleicht abgespeichert in unserem Objekt mit drin. Ja, Sie sehen, da unten kommt jetzt innerhalb der Structure der Konstruktor. Wenn ich das innerhalb definiere, kann ich in Julia einfach mit new das machen. Und Sie sehen, ich gebe alle Parameter für alle Parameter Standardwerte vor, damit ich es nachher vielleicht auch einfacher habe. Also, und jetzt muss ich in new alle Elemente von meinem Objekt eben nacheinander eingeben. Das heißt, den Encoder, da muss ich oben schauen, wie ist denn der Konstruktor vom Encoder. Also schreibe ich mir den Encoder hin mit Layer, Depth, also Heads. Länge des Vokabulars ist wichtig, weil so viele Tokens habe ich. Das ist die Zahl meiner Tokens. Und für das Padding brauche ich natürlich die Pad-ID. Innerhalb vom Helferlein-Paket gibt es für des Pad-Tokens auch Konstanten. Also wenn Sie den Tokenizer von Helferlein nehmen, dann bekommt das Pad-Token immer die gleiche ID, oder die gleiche Token-ID, die Token-Nummer. Und die gibt es auch als Konstante vordefiniert. Aber wenn ich so mache, dann bekomme ich auf jeden Fall immer das richtige Pad-Token. Okay, dann brauche ich einen Predict-Layer, dann nehme ich einen normalen Linear-Layer, also einfach einen Fully Connected Layer. Der mir einen Vektor liefert, der so lang ist wie die Zahl der Tokens. Ja, deshalb ist es praktisch, wenn ich die Länge des Vokabs hier direkt zugreifbar habe. Und die ganzen anderen Konstanten packe ich auch noch mit rein. Okay, jetzt unsere Signatur. Ja, also, was soll passieren, wenn der Transformer ausgeführt wird mit X und Y? Dann möchte ich trainieren. Ja, also, als erstes muss ich den Encoder aufrufen auf meiner Eingabe X und bekomme den Encoder State zurück. Dann brauche ich die Maske für mein X, weil ich ja im Decoder auch mein Encoder-Output beziehungsweise auch die Attention von meinem Encoder maskieren muss, um dort nicht von Paddings abhängig zu sein. Und dann kann ich den Decoder aufrufen, den ich ja so geschrieben hatte, dass er mir auch die Alphas zurückliefert. Also rufe ich den Decoder auf mit Y.
Da braucht ihr den Encoder State, die Encoder Maske, ja, um die Alphas maskieren zu können. Und jetzt brauche ich meinen Predict Layer, um aus meinem Decoder State eben wieder meinen Vektor zu machen, der so lang ist wie ich. Der so lang ist, wie ich, Zahl an Tokens habe. Und dieses Out gebe ich zurück zusammen mit meinem Alpha, mit meinen Attention Weights, für den Fall, dass ich die Attention Weights später nochmal anschauen will. Okay, das ist die Signatur. Jetzt geht's los. Wir verwenden mal einen Mini-Datensatz wieder. Halt. Jetzt mal was erzählen noch hier oben. Ja, ich verwende meinen Mini-Datensatz, den Sie aus dem RNN-Teil der Vorlesung schon kennen. Also die vier Sätze, ich liebe Julia, Peter liebt Python und so weiter. Nur um auszuprobieren, ob das Ding überhaupt etwas lernen kann. Wir werden nachher noch einen schöneren, größeren Datensatz verwenden. Also, ich rufe hier den Garbage Collector mal explizit auf, weil manchmal hat es hier beim Ausprobieren mit dem Speicher auf der GPU ein Problem gegeben. Eventuell ist es nötig, vielleicht ist es auch nicht nötig. Mal sehen, aber Schaden tut es nichts. Also, ich definiere meinen Transformer als TF mit 5 Layern, nehme für die wenigen Worte hier eine kleine Embedding-Tiefe, die ist vermutlich schon viel zu tief, aber egal, ich will ja nur wissen, ob es überhaupt geht. 4 Heads und die beiden Vokabulare, die ich hier in der Zeile drüber dann definiere. Dann rufe ich den Transformer auf mit X und Y und ich sehe schon, zumindest prinzipiell funktioniert es. Ja, ich bekomme Output und Alpha zurück. Wenn ich mir das O anschaue, dann ist das 15 mal 10 mal 1. Das bedeutet, 15 ist die Embedding-Tiefe, die wir hier sehen. Das ist die Spalte, die aus 15 Zeilen besteht. 10 ist die Sequenzlänge. In der Zeile oben drüber sehen Sie, ich habe alle Sequenzen auf die Länge 10 gepaddet. Beim Transformer arbeiten wir ja mit kompletten Matrizen. Das heißt, alle Sequenzen müssen immer gleich lang sein. Anders geht es nicht. Deshalb padde ich lieber und mache die Sequenzen etwas länger. Das Padding stört hier überhaupt gar nicht, anders als beim RNN, weil die gepaddeten Positionen werden ja maskiert. Damit wird, Sie haben es gesehen, die Attention automatisch 0 für diese maskierten Stellen. Und damit stört es tatsächlich überhaupt gar nicht, wenn man hier lange Schwänze mit Padding-Tokens hinter der Sequenz hängen hat. Und 1, weil wir haben Mini-Batch-Size 1, sehen Sie auch oben in der Zeile 16 eine Zeile drüber. Also Mini-Batch-Size ist 1, das ist die 1 hier. Also 15 mal 10 mal 1 ist korrekt. Schauen wir uns noch die Alphas an. Wir wissen natürlich nicht, ob wirklich richtig gerechnet ist, aber wir wissen, dass ja, die Alphas, wir wissen, wir können schauen, ob zumindest formal das alles stimmt. Und hier sehen wir die Alphas, 10 mal 10 mal 4 mal 1. 10 mal 10 ist jeweils die Alpha-Matrix. Ja, wir haben Sequenzlänge 10, also 10 mal 10 Matrizen. Sie sehen hier die Paddings bzw. die Maskierung. Ja, die Alphas, die addieren sich jetzt auch auf 1, wenn Sie das zusammen addieren. Wir haben 4 von diesen Matrizen. Warum? Logisch, weil wir 4 Heads haben, also 4 Mal das Ganze gemacht haben. Und Mini-Batch-Size ist 1, das Ganze geht also eben auch nur auf eine Sequenz. Okay, also formal korrekt und hoffentlich auch richtig berechnet. Jetzt probieren wir das mal aus. Ja, ich nehme mal als nächstes mein Output und deembedde den mit P. Das heißt, deembed ergibt mir einfach, ist quasi ein argmax, also ergibt mir den Index der Position zurück, in der jeweils der größte
oder der größte Wert steht. Wenn ich das jetzt noch durch das Vocab schicke, dann bekomme ich diese Tokens wieder in die entsprechenden Worte zurück übersetzt. Und da das Ganze nicht trainiert ist, steht da natürlich nicht viel Sinnvolles drin. Hier vorne haben wir Unknowns und dort und hinten haben wir Ends. Aber okay, jetzt brauchen wir die Signaturen fürs Training und für die Prediction. Und Sie werden es vermuten, dazu mache ich mir nochmal eine Wrapper-Klasse, einen Wrapper-Typ, mit dem ich das möglichst einfach implementieren kann. Und zwar nenne ich den All You Need. Und den habe ich hier schon mal hingeschrieben. Da steht alles Wichtige drin, der eigentliche Transformer und der Konstruktor, der enthält alle Parameter schon vordefiniert, sodass ich das notfalls auch ohne Parameterangabe einfach benutzen kann oder alles weglassen kann, wenn ich was weglassen will. Mit 6 Layern Embedding-Tiefe, die Zahl der Heads, die Vokabulare speichere ich mir hier rein, damit ich die einfach nicht verliere unterwegs und die Dropout-Rate. Der Konstruktor ist wieder new für den Standardkonstruktor und hier sehen Sie eben, ich muss jetzt das ganze Zeug erst den Transformer und dann die anderen Parameter alle hier mit angeben und dann bekomme ich mein All You Need. Jetzt die Signatur fürs Training. Also, ich habe die Parameter XY. X ist einfach, bei Y muss ich ein bisschen tricksen. Und zwar, Sie haben es gesehen in der Vorlesung, dass wir ja für die Zielsprache immer um 1 versetzt trainieren müssen. Also aus Start muss das erste Wort entstehen. Aus Start plus dem ersten Wort muss die Sequenz entstehen mit dem ersten Wort und dem zweiten Wort und so weiter. Und um das einfach im Training zu erreichen, trickse ich, sprich, ich schnibbel mir einmal von meinem Y das letzte Wort weg. Das ist mein Y-In, also der Trainingsinput, über den die Self-Attention gerechnet wird. Und für meinen Output, mit dem verglichen wird, über den der Loss berechnet wird, da schnippel ich mir das erste Wort weg, also das Start weg. Und damit bekomme ich genau diese Verschiebung. Und jetzt habe ich zwei Sequenzen, die sind dann beide um eins kürzer. Also in meinem Beispiel 9 lang sind sie beide. Und die kann ich jetzt aber direkt aufeinander abbilden und habe eben die Verschiebung da schon mit drin. Also das ist ein kleiner Trick, um sich hier das Leben einfacher zu machen. So, dann brauche ich eigentlich nur einmal meinen Transformer aufrufen mit meinem Y-In. Und dann kann ich schon das Loss berechnen. Und zwar brauche ich eben wieder eine Maske, weil ich über die Paddings kein Loss rechnen will. Und dann baue ich meine Vektoren, meine Tensoren ein bisschen um. Gerade mal überlegen, ja, so machen wir das. Genau. Und zwar aus meinem Y, das ich zurückbekomme, da mache ich einen Vektor draus, in dem stehen jetzt einfach nein, aus meinem Y, gegen das ich trainiere, mein Y-Teach, da mache ich einen Vektor draus, nämlich dieses Y-Flat. Das enthält einfach hintereinander geschrieben die Tokens aller Worte in der Mini-Batch. Ja, zuerst die erste Sequenz, dran gehängt die zweite Sequenz und so weiter. Ein langer Vektor, wo das alles hintereinander steht. Und der Output von meinem Transformer, den reshape ich so, dass die erste Dimension erhalten bleibt, also die Länge meines Vokabulars, und alles andere aber auch umgefaltet wird, sodass ich ja eine Matrix bekomme, die Embedding-Tiefe als erste Dimension hat und wieder die Zahl meiner Vektoren, die Zahl meiner Worte als zweite Dimension hat. Somit passt P und Y flat ganz normal wieder richtig zusammen, wie bei jedem anderen Klassifizierer auch, den Sie schon kennen. Und dann kann ich eine ganz normale Kreuzentropie berechnen. Ich lasse mir die hier mal anzeigen, die beiden.
ausführen nachher. Die Kreisentropie, die ich hier mit der K-Net-Funktion NLL, also Negative Log Likelihood, berechnen kann. Okay, das gebe ich dann zurück, das Loss, und fertig. Ja, was kriegen wir raus? Ich habe mir hier anzeigen lassen, woraus ich den Loss berechne, weil ich wissen will, ob ich das auch richtig mache. Und schauen wir mal ein Y-Flat an und wir sehen, wir haben Mini-Batch-Size 1, eine Sequenz da drin, also der mein Y-Flat ist genau die erste Sequenz. Die ist jetzt nicht mehr 10 lang, sondern 9 lang, weil ja 1 weggeschnüllt ist. Und das sind genau die Tokens aus der einen Sequenz. Wenn die Mini-Batch größer wäre, würden die einfach hintereinander gehängt, würde jetzt die nächste dran stehen und so weiter. Und mein P, also der Output von meinem Transformer, der ist eine Matrix, Sie sehen es da hinten, 15 mal 9. 15 ist die Embedding-Tiefe, 9 ist die Länge meiner Sequenz. Und das ist wieder genau ein ganz normaler neuronaler Netzoutput, wie beim Perzeptron auch. Und deshalb können wir daraus locker, flockig auch die Kreuzentropie dann berechnen, wie sonst auch. Also ist ganz normal. Jetzt muss ich kurz einschieben, und zwar brauchen wir noch eine Accuracy-Funktion. Wir müssen irgendwie die Accuracy berechnen. Und dazu mache ich sowas Ähnliches wie eine Hamming-Distanz als Accuracy. Und Sie sehen es hier, ich gehe gar nicht näher drauf ein. Es gibt mittlerweile die Hamming-Accuracy auch als Funktion im Helferlein-Paket. Das ist einfach eine Accuracy, die vergleicht jede Position von zwei Sequenzen oder von zwei Mini-Batches von Sequenzen und macht einen Fehler, wenn es nicht übereinstimmt, wobei sie eben berücksichtigt, dass sie nicht gleich lang sein können und dass vielleicht Positionen gepaddet sind oder als Unknown markiert sind. Also ein bisschen großzügiger als einfach nur die Abweichungen voneinander. Wie gesagt, es gibt so eine Funktion mittlerweile als Bibliotheksfunktion im Helferlein-Paket. Dann definiere ich mir noch eine Accuracy, eine Train Accuracy, die genau diese Hamming-Funktion da oben benutzt, oder Hamming-ähnliche Funktion benutzt, um nach so einer Standardsignatur Accuracy Modell Data gleich zu berechnen, die Gesamt-Accuracy zu berechnen, damit ich eine Accuracy einfach über meinen ganzen Datensatz berechnen kann. Ja, und Sie sehen, das ist einfach eine Schleife über alle Mini-Batches. Und dann wird die Accuracy gemittelt über alle. Wenn ich das jetzt ausführe auf meinem Datensatz, meinen MBs, dann sehen Sie, da kommt eine Accuracy raus. Die ist fast null, logisch. Es ist ein nicht trainiertes Netz. Also, jetzt geht es zum Training. Sie wissen vielleicht noch aus der Vorlesung, das Training von Transformern ist ein bisschen knifflig. Man braucht eine Warm-up-Phase, das heißt, man muss zunächst mit einer sehr, sehr, sehr kleinen Lernrate rangehen und die dann erstmal vergrößern, um Training in Gang zu bringen. Und dann in der zweiten Runde kann man die Lernrate dann wieder verkleinern. Ich kann das hier so implementieren im Helferlein-Paket. Da gibt es ja den Parameter Learning Rate Decay. Und ich kann den Learning Rate Decay misshandeln, um auch einen Warm-up zu machen. Normalerweise gibt man an LR gleich die Startlernrate und Learning Rate Decay, LR Decay gleich die Ziellernrate, die kleiner ist als die Startlernrate. Und wenn ich die Ziellernrate einfach größer angebe, dann macht er tatsächlich kein Decay, sondern dann macht er einfach auch den Übergang von der Startlernrate zur Ziellernrate. Also das verwende ich hier, um in der Warm-up-Phase meine Lernrate langsam zu vergrößern, und zwar linear, und nachher dann in der echten Lernphase, in der zweiten Phase, die Lernrate hier, genau hier, wieder zu verkleinern. So, das Ganze dauert für die vier Sätze natürlich nur ein paar Sekunden. Und Sie sehen, er ändert die Lernrate schön brav und ist fertig mit einer Training Accuracy von 1,0. Was wollen wir mehr? Ist ja auch eigentlich klar, dass er die vier Sätze auswendig lernen kann, aber immerhin zeigt es, dass unser Transformer funktioniert.
Schauen wir uns das Ganze mal an, wie die TensorBoard-Logs aussehen. Ja, Sie wissen ja, TP-Train schenkt Ihnen die TensorBoard-Logs gleich mit. Das heißt, ich kann direkt TensorBoard starten, auf das Log-Directory zeigen und sehe da unten unter dem Namen, der da angegeben ist, Lecture, I love, meine beiden Trainingsruns. Und ich kann die in TensorBoard leider nicht so ganz einfach hintereinander machen. Die einzige Möglichkeit, es einfach hinzubekommen, ist, man schaltet hier um von Step auf Wall. Wall gibt einfach die echte Zeit an, also die Wall-Time, die Zeit, die die Uhr an der Wand anzeigt. Und hier sehe ich natürlich, dass die beiden Trainingsläufe direkt hintereinander kommen. Und so kann ich das wieder eigentlich ganz gut visualisieren. Und Sie sehen jetzt hier in Orange die Warm-up-Phase und dann in Blau die eigentliche Trainingsphase. Und das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, ja, wenn man das so anguckt. Jetzt haben wir unser Netz trainiert. Jetzt wollen wir anschauen, wie gut es tatsächlich funktioniert. Dazu gehe ich mal Schritt für Schritt vor. Ja, ich definiere mir erstmal einen Satz, nenne den X, ich liebe Julia. Den tokenize ich mit meinem Vokabular und reshape ihn in eine Matrix, damit wir eine Mini-Batch als zweidimensionale Matrix bekommen. Und nicht nur einen Vektor, also eine 5x1-Array mit unserem Satz. Jetzt gebe ich meinen Start vor für den Decoder. Start. Ja, und ich sage ja, der Encoder soll einen Encoder-State definieren, wenn er basierend auf diesem Satz X. Und mein Decoder, der soll, wenn er jetzt mit Start gefüttert wird, das erste Wort liefern. Das probieren wir mal aus. Also, den muss ich auch reshapen. Und zwar muss ich ihn auch reshapen auf auch ein zweidimensionales Array, also eine Matrix, damit hier einfach die Dimensionen immer stimmen. Also selbst diese 1 jetzt muss ein 1x1 Array sein. Okay, mein Y nenne ich jetzt wie mein Start. Ja, also mein Y ist das 1x1 Array. Jetzt rufe ich meinen Transformer auf. Ja, mit XY. Und ich bekomme einen Output. Sie sehen, ich bekomme nur ein Token raus. Und zwar bekomme ich dieses Token als Output raus. Noch nicht Softmax skaliert. Muss jetzt schauen, wo ist hier das Größte. Der größte Wert ist hier bei der 8. Also kann ich das vielleicht deembedden. Mal schauen, wir deembedden mal angucken, welches Token dabei rauskommt. Da kommt das Token 7 raus. Okay, und diese 7 können wir jetzt natürlich noch durch unser Vokabular jagen, durch unser Output-Vokabular. Und da kommt ein I raus. Das sieht ja schon mal gut aus. Ja? Ich liebe Julia, das erste Wort, das im englischen Satz stehen soll, ist ein I. Und das ist richtig. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt hänge ich dieses I dran an mein Start. Ja, also mein neues Y ist mein altes Y oder eben hier mein Start. Dran gehängt das, was der Transformer gerade ausgespuckt hat. Ja, die 7. Und das nehme ich jetzt wieder, um es durch den Transformer zu jagen. Da gehe ich einfach eine Zelle hoch und führe die nochmal aus. Und dann schauen wir mal, was kommt raus. Und Sie sehen, jetzt kommen zwei Worte raus. Ja, ich stecke zwei Worte rein, dann kommen auch zwei Worte wieder raus. Und zwar I love. Und das Ganze machen wir nochmal. Ja, ich hänge das nochmal hinten dran. Und führe nochmal die Zelle oben drüber aus. Und dann kommt I love Julia raus. Jetzt mache ich das Ganze nochmal. Und dann kommt ein End. So, und jetzt sehen Sie schon, was wir machen müssen, wenn wir eine Prediktsignatur schreiben. Wir müssen nichts anderes machen, als das, was wir jetzt hier von Hand gemacht haben, diese Schleife, die immer das nächste Wort vorhersagt, das hinten dran hängt an den Input wieder durch den Transformer schickt, so lange, bis am Ende End steht. Und wenn End steht, dann sind wir fertig.
Also das können wir natürlich leicht als Schleife formulieren. Das habe ich hier schon mal vorgeschrieben. Brauche ich, glaube ich, gar nicht ins Detail groß reingehen. Hier sehen Sie die Schleife, while y ungleich end. Macht er einfach das, was wir gerade von Hand gemacht haben, immer wieder. Und jetzt kann ich das hier ausführen, wenn es denn funktioniert. Da habe ich mich vertippt. Jawohl. Ja, und Sie sehen, den ersten Satz kann er, den zweiten Satz kann er und den dritten Satz kann er. Also, unser Transformer hat zumindest unsere einfachen kurzen Sätze wunderbar auswendig gelernt. Der Transformer funktioniert. Natürlich ist das jetzt hier nicht wirklich beeindruckend mit den Sätzen. Wir müssen das mit einem größeren Datensatz machen. Aber um das Tutorial hier nicht unendlich auszudehnen, habe ich das in ein zweites Tutorial gepackt. Es gibt also ein nächstes Tutorial, wo wir genau diesen Transformer, den wir hier entwickelt haben, verwenden, um den mit einem relativ großen Datensatz, nämlich unserem 250.000 Sätze Datensatz, den Sie ja auch schon kennen, anzuwenden und mal zu probieren, wie der da drauf baut. Also, verdauen Sie erstmal, programmieren Sie nach und dann schauen Sie sich das nächste Tutorial auch noch an.